über den Bach Kidron. Da war ein Garten, darein ging Jesus und seine Jünger. Judas aber, der ihn verriet, wusste den Ort auch. Denn Jesus versammelte sich oft da selbst mit seinen Jüngern. Da nun Judas zu sich hatte genommen die Schar und der hohen Priester und Pharisäerdiener, kommt er dahin mit Fackeln, Lampen und mit Waffen. Als nun Jesus wusste alles, was ihm begegnen sollte, ging er hinaus und sprach zu ihnen: Wen suchet ihr? Sie antworteten ihm: Jesus! Mir mein Vater gegeben.
kehrten ihn aufs Erste zu Hamas, der war Kaiphas Schwäher, welcher des Jahres hoher Priester war. Es war aber Kaiphas, der den Juden riet, es wäre gut, dass ein Mensch würde umbracht für das Volk.
Petrus aber folgte Jesu nach und ein anderer Jünger. Stunden
hatten aber die Knechte und Diener und hatten ein Pulver gemacht, denn es war kalt und wärmeten sich. Petrus aber stund bei ihnen und wärmete sich. Aber der hohe Priester fragte Jesus um seine Jünger und um seine Lehre. Jesus antwortete ihm: Ich habe frei öffentlich geredet vor der Welt. Ich habe alle Zeit gelehret in der Schule und in dem Tempel, da alle Juden zusammenkommen, und habe nichts im Verborgenen geredet. Was fragest du mich darum? Frage die darum, die gehöret haben, was ich zu ihnen geredet habe. Siehe, dieselbigen wissen, was ich gesaget habe. Als er aber solches redete, gab der Diener einer, die dabei stunden, Jesu einen Backenstreich und sprach: Solltest du dem hohen Priester also antworten? Jesus aber antwortete: Hab ich übel geredet, so beweise es, dass es böse sei. Hab ich aber recht geredet? Was schlägest du mir? Sie zu ihm. Bist du nicht sein?
geredet habe und sprach: Ich bin's nicht. Spricht des hohen Priesters Knecht einer, ein Gefreunter des, dem Petrus das Ohr abgehauen hatte: Sah ich dich nicht im Garten bei ihm? Da verleugnete Petrus abermal, und also bald rette die Hand. Da gedachte Petrus an die Worte Jesu und ging hinaus und war.
das vor das Richthaus, und es war frühe, und sie gingen nicht in das Richthaus, auf dass sie nicht unrein würden, sondern Ostern essen möchten. Da ging Pilatus zu ihnen hinaus und sprach: Was bringet ihr für Klage wider diesen Menschen? Sie antworteten und sprachen zu ihm: Er sei dieser nicht ein Jünger, er ist ein Verräter, er hat mit dem antwortet würde.
dazu geboren und in die Welt kommen, dass ich die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der höret meine Stimme. Spricht Pilatus zu ihm: Das ist Wahrheit. Und da er das gesaget, ging er wieder hinaus zu den Juden und spricht zu ihnen: Ich finde keine Schuld an ihm. Ihr habt aber eine Gewohnheit, dass ich euch einen Los gebe. Wollt ihr nun, dass ich euch der Judenkönig Los gebe? Da schrien sie wieder allesamt und sprachen: Nicht diesen, diesen nicht, nicht diesen, sondern Barabbas, nicht diesen, sondern Barabbas. Barabbas aber war ein Mörder. Dann nahm Pilatus Jesum und heißelte ihn. Betrachte
Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel bleiche geht. Stücken im Himmel gleiche, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, wie sein Blut gefärbt, rücken in allen Stücken, dem Himmel gleiche geht. Erwäge, 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 Rücken in allen Stücken, in allen Stücken, dem Himmel gleiche, dem Himmel gleiche. Oh,
Oh,
nehmet ihr ihn hin und kreuziget ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm: Wir haben ein Gesetz, und nach dem Gesetz soll er sterben. Wir haben ein Gesetz, und nach dem loszugeben. Jesus antwortete: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht wäre von oben herabgegeben. Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat's größere Sünde. Von dem antrachtete Pilatus, wie er ihn losließe. Thank you.
mich auf den Richtstuhl an der Stätte, die da heißet Hochpflaster, auf Hebräisch aber Gabata. Es war aber der Rüsttag in Ostern, die sechste Stunde, und er sprach zu den Juden: Sehet, das ist euer König. Sie schrien aber: Glaubensfliegel, flieht, flieht, flieht.
Thank you.
seine Kleider und machten vier Teile, einem jeglichen Kriegesknechte sein Teil, dazu auch den Rock. Der Rock aber war ungenäht, von oben an gewürgelt durch und durch. Da sprachen sie untereinander: Lasset uns den nicht zerpassen, lasset uns den nicht zerpassen, lasset uns den nicht zerpassen. Mutter sah und den Jüngern dabei stehen.
schwamm mit Essig und legten ihn um einen Isopen und hielten es ihm da zum Munde. Da nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er: Es ist vollbracht. Thank you.
als Juda siegt mit Macht. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Der Held aus Juda siegt mit Macht. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Und schließt den Kampf. Ist aller
schweigend, ja, stillschweigend, stillschweigend, ja, doch neigest du das Haupt und sprichst stillschweigend Die Sonne sich
Tag war, dass nicht die Leichname am Kreuze blieben den Sabbat über, denn desselbigen Sabbattags war sehr groß, baten sie Pilatum, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Da kamen die Kriegsknechte und brachen dem ersten die Beine und dem anderen, der mit ihm gekreuziget war. Als sie aber zu Jesu kamen, da sie sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern der Kriegsknechte einer eröffnete seine Seite mit einem Speer. Und alsobald ging Blut und Wasser heraus, und der das gesehen hat, der hat es bezeuget, und sein Zeugnis ist wahr, und derselbige weiß, dass die Wahrheit saget, auf das glaubet. Denn solches ist geschehen, auf das die Schrift erfüllet würde. Ihr sollet ihm kein Bein zerbrechen. Aber spricht eine andere Schrift, sie werden sehen, in welchen sie gestochen haben. Thanks.
Gott, der Liebe.